Hallo Leute, herzlich willkommen zur Vorstellung des Projektes Pong. Pong ist ein altes Computerspiel, in dem es darum geht, einen Ball zwischen zwei Schlägern hier links und hier rechts hin und her zu schlagen. Jeder Spieler hat einen der Schläger und versucht, den Ball nicht hinter seinen Schläger kommen zu lassen, so dass er keine Punkte verliert. Ich schalte mal hier ein. So. Der Spielmodus ist gerade auf Mehrspieler, heißt so, wie ich das gerade erklärt habe. Jetzt würde man, wenn man zwei Spieler wäre, würde der erste hier reingehen und damit zum ersten Spieler werden, der zweite hier reingehen und dann bekommt man hier solche Glasscheiben. Und zwar ist das die Steuerung. Wenn man diese Glasscheiben in die Hand nimmt, dann steuert man mit dem roten im normalen Spielmodus nach unten und mit dem grünen nach oben. Im Einzelspielermodus steuert man mit dem roten nach links und mit dem grünen nach rechts. So, wenn jetzt beide Spieler ihre Positionen eingenommen haben, hier auf den Druckplatten, würde das Spiel jetzt losgehen. Da ich aber nur alleine bin, kann ich das jetzt nicht zeigen. Aber es gibt auch noch zum Beispiel den Mehrspielermodus, ein Spieler gegen einen Bot. Da muss sich dann nur einer auf die Druckplatte stellen und dann geht es los. Der Ball geht dahin. Und der Bot versucht den Ball zurück zu mir zu schießen, schafft das auch eigentlich immer, außer manchmal am Anfang. Und oben seht ihr links die Zahl, das ist die Zeit, die ich bis jetzt geschafft habe. Und rechts sind die Tode, die ich bis jetzt hatte. Also wie oft der Ball hinten bei mir reingekommen ist. Das Spiel geht jetzt bis 90 Sekunden. Und dann bekomme ich, je nachdem, wie viele Tode ich hatte, eine bestimmte Anzahl an Sternen. 5 ist das Beste, 1 das Schlechteste. Und ich spiele das jetzt mal durch. Und ich hoffe, dass ich 5 Sterne bekomme. Vielleicht kriege ich auch einen Tod. Ja, auf jeden Fall gibt es auch noch einen Einzelspielermodus, wo dann der Schläger unten ist. Den zeige ich gleich auch noch einmal. Und da versucht man einfach nur den Ball 90 Sekunden lang mit möglichst wenig Toten oben zu halten. Das ist eigentlich das Gleiche, nur dass das hier irgendwie ein bisschen spannender ist, weil sich da dann noch so ein anderer Schläger bewegt. So, 90 Sekunden sind vorbei. Ich kriege 5 Sterne. Okay, und damit war es das dann. Jetzt das Spiel vorbei. Und jetzt wird automatisch ein neues gestartet, auch wieder ein Spielerbot. So, jetzt kann man hier auch Einzelspieler auswählen und dann sich hier auf eine der beiden Druckplatten hinstellen. Und dann geht es auch hier los. Okay, hier kriegt man am Anfang immer relativ schnell einen Tod, weil man nicht unbedingt weiß, in welche Richtung der Ball kommt. Deswegen ist es da vor allem schwierig, auch gar keinen Tod zu bekommen. Und dann spielt man das hier so durch. Ist genauso auch 90 Minuten. Auch beim Mehrspieler geht es 90 Minuten. Da bekommt man aber keine Sterne, sondern da gewinnt dann halt der, der mehr Tore beim anderen geschossen hat, der weniger gestorben ist. Ja, ich spiele auch das hier jetzt noch einmal durch. Oh, das schaffe ich, glaube ich, doch. Das habe ich noch geschafft. Ach so, ja, der Ball zieht, wie man sieht, einen Schweif hinter sich her. Das tun die Schläger auch, das sieht man das nicht so gut. Das liegt daran, dass hinter dem Bildschirm Redstone-Blöcke platziert werden. Und die Redstone-Lampen gehen nicht schnell genug aus, obwohl da schon kein Redstone-Block mehr da ist. Deswegen ist dieser eine Schweif dahinter noch, dieser eine Block. So, noch die letzten 5 Sekunden. Und 4 Sterne gibt es, genau. So, wenn man jetzt mit mehr Spielern als mit 2 in dieser Map ist, dann kann man auch hier, wenn man gerade nicht spielt, hier zum Zuschauer gehen. Dann ist man einfach Zuschauer und kann gar nichts steuern und die anderen Spieler können Spieler sein. Ja, und dann kann man das auch wieder ausschalten. Schaltet sich alles aus. Ja,
Den Download-Link zu der Map findet ihr in der Videobeschreibung und damit sage ich Tschüss.